Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver, Promi koch dich schlank. Wir sind in Woche 7 und heute haben wir zwei Gäste. Mein erster Gast ist mittlerweile eine liebe Freundin dieser Sendung, Charlotte Ludwig. Charlotte Ludwig ist Wiener Liedsängerin, Kabarettistin und schafft es mit ihren humorvollen, heurigen Stanzeln auch so alte Zwiederwurzen wie mich zum Lächeln zu bringen. Wo sie auftritt, folgt ihr meistens gleich eine ganze Entourage ihrer prominenten Fans. Insofern ist es schön, wenn wir, also sie zu Hause und Oliver Charlotte, jetzt ganz für uns haben. Charlotte, ich freue mich. Hallo, servus. Lass dich küssen. Hallo. So. Wir zwei kochen uns jetzt schlank. Ich meine, bei mir hat schon ein bisschen, naja, ist nicht wild, oder? Oliver, ich sag dir gleich zu Beginn etwas. Weißt du, warum Frauen, die etwas älter sind, hier etwas fülliger sind? Nein, das hat einen Grund. Besser ins Dirndl passen. Nein, man häuft im Laufe seines Lebens so viel Wissen an, dass das da oben keinen Platz mehr hat. Und dann expandiert es. Das ist ganz normal. Das ist das berühmte Bauchgefühl, oder? Ja. Okay, wir kochen heute was klassisch-wienerisches. Wenn du da bist, müssen wir klassisch-wienerisch kochen, finde ich. Weil du bist mittlerweile die Grand Dame des Wiener Liedes, oder muss man schon sagen? Ja, Grand Dame klingt ein bisschen... Nach Blatt. Nein, das stimmt nicht. So habe ich es nicht gemeint. Okay. Also, nein, so habe ich es nicht gemeint. Wir machen verschiedene Braten vom reinen Rinderfleisch. Weil, warum? Weil das natürlich weniger Fett hat. Ja? Jetzt könnte man natürlich entgegnen, dass genau deshalb so ein verschierter Rinderbraten auch etwas trocken ausfallen könnte. Aber keine Sorge, wenn Sie Olivers leichte Tipps befolgen, dann wird der Braten zum saftigen Traum. Als Beilage gibt es einen pikanten Gurkenrahmsalat mit Biss. Begonnen wird aber wie immer damit, was am längsten braucht, also mit dem Fleisch. Das schaut gut aus. Fangt schon mal gut an. Ist das Bio-Fleisch? Natürlich, alles Bio. So, da rein, du machst das. Ich fange mal an, den Zwiebel zu schneiden. Du fängst an, die Petersilie zu hacken. Okay. Gib da ein Messer bitte, pass auf, die sind super scharf. Ja, wie machst du das jetzt? Ich habe ja immer die Petersilie gezupft, aber jetzt habe ich gehört, dass man die Stängel auch mitverwendet. Du kannst ein bisschen was von den Stängeln mitverwenden. Die hinteren aufheben und tun sie das nächste Mal in die Gemüsesuppe. Meine schmeckt richtig gut. Was auch eine köstliche Stängelverwertung wäre, wäre übrigens ein Pesto. Unpackbar, wie viel Geschmack oft in Dingen steckt, die viele sonst einfach nur wegwerfen. Außerdem finde ich leicht irritierend, wie indiskret Oliver jetzt wird. Du, sag mal, wie ist das mit Abnehmen und dir? Jetzt nicht, dass du es notwendig hättest, natürlich, aber ist das ein Thema? Also hast du es schon probiert? Oder? Was heißt, hast du es schon probiert? Abnehmen und ich, wir sind eine lebenslange Beziehung eingegangen miteinander. Unser verschierter Braten wird gleich so schmecken, als würden wir nur unsere Seele belohnen. Aber in Wirklichkeit belohnen wir auch unseren Körper. Denn da wird nichts dran sein, das ansetzt. Die Petersilie ist nun schon beim Fleisch in der Schüssel. Jetzt folgen gleich mehrere Geschmacksbomben. So, ein bisschen kappern, ein bisschen Sardellen, ganz wenig nur bitte. Wir geben quasi eine extra... Ja, aber weißt du... Magst keine Sardellen, oder? Oh ja, ich mag Sardellen. Fisch ist gesund. Fisch ist gesund, esse ich auch gern. Mein Problem ist ja überhaupt, dass es ganz wenig gibt, was ich nicht gern esse, weißt du? Ja, bei mir ist es auch so. Vielleicht Milchreis mag ich nicht so gern. Echt? Mag ich auch. Was ich nicht gern isst? Hirn mit Ei. Und ich mag keine Austern. So, nachdem wir uns das jetzt alle gestanden haben, kommen wir zum Kochen zurück. Wobei Oliver etwas bei Charlotte auffällt. Ich habe das Gefühl, du kannst aber schon, das schneiden kannst du sehr gut. Ich war in der Hotelfachschule. Ach so, hast du eh schon mal erzählt, ich wollte schon wieder vergessen. Ja, war zwar nicht sehr gut. Mein Küchenchef, der Herr Faset, hat zu meiner Mama... Der Faset war der Küchenchef? Ja, war mein Lehrer. Der hat zu meiner Mama in der Sprechstunde gesagt, ich weiß nicht, ist ihre Tochter so blöd oder stellt sie sich nur so an? Stell dich links oder stell dich rechts, aber bitte stell dich nicht deppert. So. Aber ich habe sie geschafft, die Schule. Und bitte. Also aber deswegen kannst du richtig schön schneiden. Ja. Ja. Du gibst jetzt da ein Ei rein und, was ein bisschen ungewöhnlich ist und was es auch eine Spur leichter, aber auch lockerer macht, Buttermilch. Gehen wir da dazu. Butter. Und Semmelbrösel. Die Buttermilch ist nicht nur ein perfekter Kalziumlieferant, sondern regt auch noch die Verdauung an. Und zusätzlich sorgt sie im Braten gleich für jene Bindung, für die Ernährungsunbewusste oft auch Mehl verwenden. Aber noch haben wir nicht alle Ingredienzien für unseren Braten beisammen. So, ich brate hier in ein bisschen Olivenöl den roten Zwiebel ganz leicht an und gebe dann den gehackten Knoblauch dazu. Bitte nicht gleich von Anfang an mit dem Zwiebel. Der Knoblauch hat viel mehr
Fructose, Fruchtzucker, und somit verbrennt er sehr viel schneller. Das heißt, wir müssen zuerst schauen, dass wir den Zwiebel ein bisschen auf Farbe kriegen und dann erst den Knoblauch dazugeben. Sonst wird der schwarz und schwarzer Knoblauch wird bitter. Und das wäre ja wohl auch bitter. Bevor das Zwiebel-Knoblauch-Gemisch nun zu den anderen Zutaten darf, muss die Grundmasse erst einmal gut verknetet werden. Oder wie es in Olivers Küchensprache heißt. Aber du machst jetzt erst Quatsch. Warum? Weil wegen Ei. Mit den Fingern, oder? Liebend gerne. Ich koche gern, ich koche gut, was halt eine Köchin kochen tut. Ja, Musik liegt in der Luft. Und Zwiebeln und Knoblauch. Letztere wandern nun zur Teigmasse, genauso wie Bröseln aus Vollkorn für die Lockerheit der Masse. So, jetzt müssen wir noch schauen, dass wir das schön knusprig kriegen. Dafür nehmen wir Ober- und Unterhitze mit Heißluft. Warte mal, weißt du, dass das fantastisch riecht? Was riecht da so gut? Der Zwiebel und der Knoblauch. Ja, man sagt und ja, dass Fleisch eigentlich noch gar nicht geschmeckt, wenn man es nicht würzt, gell? Nein, man muss wirklich würzen. Also Oberhitze, Unterhitze und Heißluft. Wir werden aber richtig schön reinfahren mit 220 Grad. Und los geht's. Aber das Blech vorher schon rausnehmen. Bisschen vorheizen. Dann das Blech bitte mit Öl beschmieren. In diesem Fall nehmen wir was richtig Gesundes, und zwar ein Bio-Kokosöl. Das schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch noch besonders hitzebeständig. Außerdem ist es reich an gesättigten Fettsäuren und jetzt kommt's, reguliert auch noch den Blutfettspiegel. Und das hilft dann beim Abnehmen. Die Bratenmasse muss jetzt noch kurz mit Senf abgeschmeckt werden und kann dann auch schon langsam die richtige Form annehmen. Zuerst rund und dann länglich. Das ist angenehm, weißt du? Der faschierte Braten da hat den riesengroßen Vorteil, dadurch, dass es reines Rindfleisch ist und sehr fettfrei, dass es wirklich relativ wenig Kalorien hat. Ja. Und wir haben auch nichts eingegeben, was irgendwie schwer verboten ist. Na, bis jetzt nicht. Und wir haben es auch nicht wirklich vor. Die beiden Braten kommen nun bei 220 Grad Heißluft samt Ober-Unterhitze zum Knusprigbraten in den Ofen. Ganz durst soll es übrigens nicht werden, wäre ja schade um das gute Rindfleisch. Trotzdem braucht das gute Stück im Ofen jetzt knapp 20 Minuten. Die letzten davon sollte man sich für die Beilage aufheben. Charlotte, es riecht schon gut, oder? Ah. Es brutzelt. Das heißt, wir müssen uns jetzt um den Gurkensalat kümmern. Ja. Du tust mir da das Joghurt rein, tue ich schön. Ich bin schneller beim Schönen. Wo soll das Joghurt rein tun? Da in die Schüssel. Also, aber nicht alles. Machen wir zwei Drittel, ich glaube, das reicht. Und das ist was, hast du gesagt? Ein fettreduziertes griechisches Joghurt. Oh. Das schmeckt zwar nicht so wie Rahm, ist aber dafür sehr viel cremiger und auch noch ein wunderbares Geschmacksbett für die Gurken, den Knoblauch und die Dille, die gleich folgen werden. Und so bekommt der faschierte Braten gleich einen griechischen Touch. Das passt eh, denn Charlotte hat vor ihrer Zeit als Sängerin und Veranstalterin von Promi-Events jahrelang in Griechenland gelebt. Ich habe sogar auf Griechisch für Griechen gesungen. Auf Griechisch für Griechen? Ja, habe ich gesagt. Maria Meta Kitrina, Pionaga Pascalitera, Pionaga Pascalitera. Guantanamera. Ja, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Olivers Gurken wandern in gewürfelten Zustand zum Joghurt und Oliver automatisiert noch eine kleine Chili und etwas Knoblauch. Und die kommen genauso zum Salat wie einige Salatherzen und die Dille. So, warte mal, wir geben ein bisschen Limettensaft dazu. Weil das Säure ist fehlt, interessant. Gell? Und? Limettensaft. Jetzt riecht man klar. Du machst das ganz anders als ich. Na ja, was der bisschen ein Twist braucht schon. Also ich hätte ja da jetzt noch viel Knoblauch reingeben. Bist du aber, schaut das gut aus, schau mal. Jetzt rede ich schon wie mein Kollege. Auch schon jeder. Aber das riecht richtig gut. Viel Spaß gut beim Blechputzen nachher. Gott sei Dank haben wir einen wirklich guten Geschirrspüler. Wir können anrichten. Ich freue mich schon. Ich mir Sie haben, ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll, aber egal welche da Kamera, schon. Sie haben echt ein Pech, dass Sie das jetzt nicht essen werden, aber ich werde das jetzt essen. Ich freue mich auch total. Mm. Vor allem, das ist eins von den Gerichten, die
die sehr klassisch sind, die sehr Oma-bezogen sind. Das hat die Oma immer wieder gemacht. Ja. Wir schneiden deinen auch, okay? Und das sieht dann so aus. Knusprig außen, saftig in der Hülle und noch leicht zartrosa in der Mitte. Besser geht es eigentlich nicht mehr. Olivers kocht die Schlankhackbraten mit Gurkenrahmsalat ohne Rahm, Paprika und Bratwurst. Dafür mit wahnsinnig viel Geschmack, oder? Das schaut wirklich gut aus, möchte das. Also werden wir mal kosten, oder? Ob es schmeckt. Das ist lecker, oder? Richtig gut. Das schmeckt überhaupt nicht gesund. Aber es ist gesund. Es ist gut. Gerade die Buttermilch macht so richtig schön flaumig. Mit den Vollkornbröseln kochen sie es einfach noch. Es ist ein wunderschöner, runder Geschmack. Da haben wir ein bisschen Säure und ein bisschen Schärfe. Also richtig fein. Charlotte, ich freue mich. Wir sehen uns nächstes Mal in einem deiner Programme. Ja. Dann darfst du weiter singen. Aber essen darf ich das jetzt auch. Ruhe essen, ja. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Dann kommt mein nächster Gast.